Jeder kennt diesen Moment. Du stößt deinen kleinen Zeh gegen eine Kante und du denkst, scheiße Mann, ich bin kurz vor Sterben. Kleiner Zeh, rest in peace. Aber es geht noch schlimmer. Du bist zu Hause, du kannst dich frei entfalten, keiner ist da, du kannst machen, was du willst auf Toilette. Und du merkst, scheiße, das Klopapier ist leer. Was machst du? Du bist am Arsch. Du kannst ja nicht einfach einen Kumpel fragen, ey, bring mal Klopapier vorbei. Nein, du willst dich selbst retten, weil du bist ein Mann. Du musst selbst aus der Patsche rauskommen. Und was machst du? Du nimmst die Bürste. Du nimmst die Bürste. Aber was noch viel schlimmer ist, du hast die perfekte Position und du weißt, scheiße, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss pinkeln gehen. Warum nur? Doch, Mann, ey! Nur wenn ich die beste Position habe, muss ich mal pissen, Mann! Ja, es geht noch schlimmer. Du willst deine Lieblingsserie auf Netflix gucken. Breaking Sick to the Geek Bad. Und du merkst, scheiße, mein WLAN funktioniert nicht. Du guckst heimlich Fotos an von deiner Ex-Freundin auf Instagram. Und aus Versehen likest du ein Foto und du weißt, scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Renn! Renn weg! Renn! Run! Jeder Typ hat eine WhatsApp-Gruppe von Freunden, wo ihr euch gegenseitig komische Fotos sendet. Und dann sendest du ein Foto aus Versehen an deiner Mama. Und du weißt, du hast eine Ausländermama, du kriegst eine Bombe zu Hause. Aber das Schlimmste von allen ist, du willst deine Cornflakes essen, du freust dich schon den ganzen Tag auf Cornflakes. Und du merkst, nein Mann, die Milch ist alle. Soll ich jetzt meine Cornflakes mit Wasser essen? Was soll ich machen? Die Milch ist weg.